Haushälterin behauptet, dass Mr. Vowell die Witwe an dem Abend besuchte, an dem sie getötet wurde. Durch einen Schlag auf den Hinterkopf. Aha. Ich brauche ein Streichholz. Was? Ich brauche ein Streichholz. Tut mir leid, ich habe aber keine. Oh mein Gott. Und den soll ich mögen? Ich habe aber ein Feuerzeug bei mir. Reizender Mensch. Mr. Vowell, Sie mögen eine Witwe mittleren Alters ermordet haben, aber Sie haben eben einem alten Anwalt das Leben gerettet. Warum? Warum soll man mich verhaften für etwas, das ich nicht getan habe? Ganz ruhig, Mr. Vowell. Die Haushälterin war fort. Nur Sie und diese einsame Frau in dem leeren Haus. Wie einfach wäre es gewesen... Nein! Als ich fortging, lebte sie noch. Jetzt wird man sagen, ich hatte ein Motiv. Ich würde denken, 80.000 Pfund sind ein sehr stattliches Motiv. Sir Wilfred, Sie verstehen nicht. Ich kann das nicht durchstehen ohne Christine. Ich brauche Sie. Und nun mit Ihrer Erlaubnis rufe ich noch in den Zeugenstand die letzte Zeugin der Anklage. Rufen Sie Christine Helm. Christine? Ich rufe Christine Helm. Raffiniert. An dem fraglichen Abend sagten Sie bei der Polizei aus, dass Ihr Mann vor 9:30 nach Hause kam. Kam er tatsächlich vor 9:30 nach Hause? Nein, er kam 9:10 zurück. Christine, was sagst du da? Das ist nicht wahr! Du weißt, es ist nicht wahr! Ruhe! Sie will mich alleine sprechen. Und das wird sie. Na schön. Aber wenn Sie in 10 Minuten nicht wieder da sind, komme ich hinterher. Mein Gott, was für Heuchler sind Sie nur in diesem Land. Sie sagt, Sie kamen heim mit Blut an der Kleidung. Ich hatte mich geschnitten! Sie haben sich absichtlich geschnitten. Nein! Sie kamen nach Hause um 9:10. Das ist nicht wahr! Sie müssen mir glauben. Sie müssen mir glauben. Sie müssen mir glauben. Und Sie ermordeten Emily Fringe. Das stimmt nicht. Ich schwöre bei Gott, das stimmt nicht. Ich habe niemandem etwas getan.